Hey Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Beim letzten Mal hat es ja super geklappt. Da haben wir hier über 700.000 Credits eingefahren an Kopfgelder. Und ich würde sagen, wir machen direkt nochmal eine Runde. Ich habe immer noch Bock drauf, hier ein bisschen rumzuschießen, ein bisschen rumzukämpfen. Und hier geht es direkt super los mit einer Sidewinder. Beim letzten Mal mit einer Anaconda aufgehört. Die brachte nochmal einiges an Kopfgeld mit sich. Aber um erstmal wieder reinzukommen, gehen wir erstmal auf die Sidewinder. Ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Warning. Taking heat damage. Ja, ja. So, was destroyed. Haben wir noch? Oh, das war schon. Oh, was ist denn hier unten los? Eine Igel? Hm, ja, doch, würde ich mitnehmen. Die Popel Brothers. Das sind immer irgendwie die ganzen Leute, die gesucht sind. Die sind immer bei den Purple Brothers dabei. Eine Python. Okay, du bist sauber, du darfst weiterleben. Gerade alles so ruhig hier. Ein Schlag ist hier nichts mehr los oder was? Haben wir alle abgeschossen, die Ärger verursacht haben? Mit einer Python am Bergbau, auch nicht schlecht. Hier ist wohl echt nichts mehr los. Da drüben ist der Abbaustandort, den wollte ich gerade suchen. Oh, war da hinten was los? Nö, das sah bloß wieder so aus. Tja, wir könnten natürlich einfach mal in den anderen Abbaustandort fliegen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Da müssen wir da hinten hin. Vielleicht ist ja da noch mal ein bisschen mehr los. Aber ich hätte nicht gedacht, dass beim letzten Mal doch so viel da rumkam. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht so knapp an 1 Million rankommen. Aber dass wir die schon überschritten hatten. Das ist natürlich umso besser, wenn wir die abgeben. Halt. Jetzt mal in Frameshift gehen. Dann wollen die abgeben. Einnahmen aus Kopfgeld auf 4 Millionen bisher bloß. Wow. Da haben wir immer noch ein Viertel von unseren bisherigen Kopfgeldeinnahmen gemacht. Kampfbelohnung 3,5 Millionen, obwohl wir dort deutlich weniger abgeschossen haben. Gerade mal die Hälfte. Einnahmen aus Mordaufträgen kam da. Höchste Einzelbelohnung 166.000. Aha. Kamen hier Statistiken dazu? Ist hier irgendwas neu? Guck mal, ach genau, Detail-Scan Level 2 und 3 ist jetzt neu durch den kleinen Patch, der jetzt letztens rauskam. Wie war das? Detail-Scan Level 1 ist einmal normal, das ist... Oh, guck mal, wir sind aber weit rausgeflogen. Das System Normal-Scan. Dann Scan 2 ist der mittlere Aufklärungsscanner und Scan 3 der Detailoberflächenscanner. Kann das sein? Ist das so richtig? Oder der ganz große Scanner? Ich weiß es nicht genau. Das bloß mal kurz überflogen, die Notizen bzw. die Informationen zum letzten kleinen Update. Upgrade nennt sich es ja. Reicht das? 31 Kilometer sind wir weg. Ich war ein bisschen zu schnell. Da fliegen wir jetzt einfach mal so hin. So weit entfernt ist es gar nicht. Energie auf Antrieb und dann geht's los.
ja, dann würde ich sagen, machen wir heute nochmal eine Kampffolge. Und die eine Aufgabe, die haben wir jetzt schon nicht mehr erledigt. Die können wir doch noch abgeben. Das letzte Mal, als ich irgendwie reingeschaut habe, stand da, wir hätten nur noch 16 Minuten Zeit. Ach ja, genau, guck mal. Xihe Industries Zendok, die brauchen Gold. Das können wir in Gliese abholen. Eine Sidewinder haben wir hier oben. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Wir düsen erstmal näher ran. Ans Abbaugebiet, ja, so um die 10, 15 Kilometer im Radius um das Abbau, um den Abbaustandort, da ist meistens noch einiges los. Weiter draußen dann nicht mehr so sehr. Okay, langsam dürfen aber schon mal ein paar Schiffe kommen. Oder ist hier gar niemand? Sind wir ganz alleine hier? Das wäre schade, da könnte man nämlich direkt die Aufträge machen. Oh, hier ist ja echt nichts los, das gibt's doch nicht. Das ist natürlich schade. Oh doch, hier drüben sind ein paar. Na, ASP. Terrible Terry, zumeist harmlos. Okay, die sind im Wing unterwegs. Schade, hier ist echt nichts los. Jetzt fällt mir gerade der Name vom System nicht mehr ein. Wie hieß denn das? Ach genau, hier unten hin wollte ich ja. Kommen wir da nicht mit einem Sprung hin? Wie weit ist das entfernt? 18? Nee, ich glaube, wir können bloß 15 Lichtjahre springen. So, dann fliegen wir mal zu dem kleinen Außenposten, wo wir noch was abgeben können. Das war die Nachricht hier. Und dann fliegen wir mal... Ach verdammt, ich muss auf die andere Seite vom Planetenring. Und dann fliegen wir mal nach Gliese, holen nur zweimal Gold ran oder ein bisschen mehr, das können wir dann dort direkt alles verkaufen im Zendok. Okay, dann boosten wir uns hier einmal durch. Wir haben noch 8 Düppel dabei, ich habe bloß 3 verwendet. Oder 4. 3 oder 4. Ich glaube 3. In den letzten 3 Folgen, als wir gekämpft haben. Da fliegt sie von dann. Das ist so geil gemacht. Na gut, wir dürften auch bald aus der Massensperre raus sein, dass wir dann endlich in den Hyperraum sprungen dürfen. Na komm schon, lasst uns raus. Nur noch wenige Meter. Und komm schon. Ja, los geht's. Wunderbar. Da fliegen wir erst zu dem kleinen Outpost, zu dem Außenposten. Und laden dort die Sache ab. Das Dokument, die Daten, die wir da übertragen müssen. 4, 3, 2, 1, engage. Das können wir uns ja mal merken mit den Rohstoffabbaustandorten hier bei Xihe. Direkt bei Xihe 1. Dass wir da schön Geld scheffeln können. Ja, und die Kopfgelder holen wir uns dann ab, wenn wir dann das Gold von Gliese mit dorthin nehmen für die Aufgabe. 2 brauchen die, glaube ich, für die Aufgabe, oder? 2. Wir nehmen natürlich gleich mehr mit. Wir haben ja 8 Plätze Frachtraum. Immerhin. Ein kleines bisschen können wir machen. Und vielleicht haben wir nochmal die ein oder andere Aufgabe, die wir hier dann auch annehmen können auf dem Außenposten. Entweder Richtung Gliese oder Richtung Xihe. Wobei Richtung Xihe, das ist vielleicht ein bisschen zu weit. Das ist ja immer so ein System, so ein Umkreis von, weiß ich nicht, 10, 15 Lichtjahren. Die dann so mit Aufgaben versehen werden, manchmal ein bisschen weiter. Schon sind wir da. Halt.
Rückkaufkosten 500.000 für das Schiff. Aha. 111 Marktkontakte, das ist nicht viel, oder? Abbau, Einnahmen aus Abbau 667.000. Besuchte Systeme, knapp 1200 schon, wow. Ist natürlich wenig, wenn man für die ganzen Explorer unter euch, ist das wenig. Für mich ist das viel, der das bloß immer mal so ein bisschen nebenbei gemacht hat. Schwarzmarkt, Kontakte. Verhängte Strafen 15 haben wir schon bekommen. Ja, meistens daraus, dass man irgendwie aus Versehen mal jemanden abgeschossen hat. Mordaufträge 0. Hm. Okay, ein bisschen haben wir noch vor uns. In Ausrüstung investierte Credit 788 Millionen. Alter. Ja, einfach immer schön hin und her probiert. Erlaubnisse. Founders World System. Da sind wir bis heute noch nicht gewesen. Wir bräuchten noch ein paar mehr Erlaubnisse. Gerade da manche Community Goals in Systemen sich abspielen, die man halt so nicht bereisen kann, ohne so eine Erlaubnis zu haben. Wie zum Beispiel das jetzige mit dem Kämpfen, was ich echt gerne mitgemacht hätte, aber da fehlen uns ein, zwei Ränge beim Imperium. Ich glaube, da muss man den vorletzten Rang oder so erreichen, um da rein zu dürfen. Abfangmanöver? Ja, das mache ich mit. Da bin ich dabei. So, Waffen raus, Energie umgeteilt. Was haben wir? Eine Python. Ui. Ja. Versuchen wir es mal. Kompetent ist die bloß, das geht noch. So, das Schild hat sie gleich verloren. Da ist sie schon weg. Und den Rest verlierst du auch gleich, Freundchen. Ich glaube, ich spinne. Ich will hier Daten im Wert von 600-700 Credits übertragen und du störst mich dabei? Ich glaube nicht. Warning, taking heat damage. Ja, ja, ich weiß, meine Gute. Was ist los? Will nicht mehr oder was? Ich dachte schon, du haust ab. Warning, taking heat damage. Ja, ja. Die wehrt sich gar nicht. Was ist denn los? Können wir hier gleich nochmal Kopfgelder einholen? Du Arsch. Störst mich hier beim seelenruhigen Anfliegen auf dem Außenposten? Na ja, gut. Das ging super. Die hat sich auch echt nicht gewehrt. Ich hatte vorhin mal einen Düppel gezogen, als er uns direkt angegriffen hatte. Aber mehr war dann auch nicht zu machen. Das ging ganz gut. Sehr gut, da haben wir jetzt schon in 4 Systemen einfach mal Kopfgelder zum Abholen. Okay, das von eben, das wird uns wahrscheinlich gleich erst angezeigt. Ach nö, jetzt, ach, wegen dem Scheiß bin ich jetzt zu schnell geflogen. Oh. So, kleine Runde gedreht und nochmal drauf zugeflogen. Naja, 60.000 mal eben nebenbei gemacht, das ist schon gar nicht so schlecht. Kann man mal mitnehmen. So, Freunde, da sind wir. Jetzt können wir endlich die Aufgabe abgeben. Mit der Clipper konnten wir hier nicht landen. Ach so, ja, auf 7.500 Metern her. Stimmt, das hatte ich jetzt vergessen. So. Docking request granted. Guck mal, das Kopfgeld taucht hier gar nicht mit auf. Oder zählte das normal zur Föderation mit? Das kann gut sein. Wo müssen wir hin? Landeplatz 1. Was steht denn hier drüben? Ach so, das ist ein kaputtes Schiff oder was? Oder Müll? Kaputtes Schiff. Ist ja auch kein Landeplatz. Es ist wahrscheinlich Standard hier so auf dem Außenposten.
Cool, fragt halt. So, wir haben ein paar Daten für euch, Leute. Erstmal hier nachtanken, aufladen, alles Mögliche. Geben wir den Auftrag erstmal ab. 700 Credits, super. Gelegenheit zum Aufstieg. Oh, das ist ja cool. Hussey Terminal in Gliese 868. Na gut, wir können auch dorthin fliegen. Nehmen wir mal an. Muss ich das nur abgeben? Ja, tatsächlich. Cool. Das ist ja super. Biomüll? Nö. Was gibt's denn hier kontaktmäßig? Können wir hier auch die... Oh ja, guck mal hier. Können wir die 1,3 Millionen jetzt einholen? Ja doch, ich glaube die von der Python gerade die 60.000, die haben hier mit dazu gezählt. Geil. Ja, super. Schwarzmarkt gibt's hier. Gibt's hier einen normalen Warenmarkt? Wahrscheinlich schon. Habt ihr hier auch Gold oder sowas? 10.500. Ach Quatsch, 8.700, oh, das ist gut. Ich nehme direkt 8 mal mit. Geil, da fliegen wir direkt nach Gliese in den Hussey Terminal. Dann können wir da direkt nochmal einen Aufstieg wahrscheinlich machen. Und dann geht es zurück nach Xihe, geben wir das Gold dort ab. Gucken wir erstmal, was es da noch für Aufgaben in Gliese gibt. So, nichts wie weg. Ich habe 3,5 Kilometer brauchen wir bloß Abstand, um dann wieder der Massensperre zu entkommen. So, reicht schon. Wunderbar. Und los geht's. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen wieder froh, dass wir hier wieder im alten Gliese-System sind. Da, wo wir damals schon viel gemacht haben, ich auch viel, viel gehandelt habe. Und man fühlt sich ein bisschen heimischer. Davor die ganzen Folgen, da waren wir mal da, mal da, mal da. Aber ich finde schon ganz okay, wenn das so erstmal jetzt vorläufig unsere Hauptzentrale wird, unser Heimathafen. Das ist ja super, da können wir direkt nochmal aufsteigen. Nur, dass wir da irgendwas abgeben müssen. Mal gucken, was nach Kadett kommt. Seht ihr, ich wollte mal gucken. Ja, tatsächlich, die ganzen Kriegsgebiete sind alle weg. Hat sich das schon wieder erledigt mit dem Bürgerkrieg hier drin. Na gut. Schade eigentlich. Hätten wir da auch immer mal so eine Mission erledigen können zum Kämpfen. Naja gut, gucken wir mal, was es hier so im Hussey Terminal gibt. Ist das eine kleine... Nee, das ist eine große Station. Wunderbar. Umso besser. Können wir da nochmal in die Ausstattung gucken, ob es da nochmal bessere Waffen gibt. Gibt ja noch eine Klasse höher, die Waffen. Allerdings weiß ich nicht, ob es die auch mit Zielverfolgung gibt, so wie wir das jetzt haben. Wir hatten die ja schon mal drin, letztens bei der Clipper. Das hat nicht so gut funktioniert, weil die Clipper die Waffen ganz weit außen hat und da war das nicht so gut mit dem Zielen. Konnte ich immer jeweils bloß eine verwenden, zumindest für kleine Schiffe. Bei größeren Schiffen wäre das vielleicht nicht so dramatisch gewesen, aber für eine Eagle oder eine Sidewind oder eine Cobra oder so, wäre das halt schon sehr schlecht gewesen fürs Kämpfen. So, holen wir uns unseren neuen Rang ab. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt schon eine Aufstiegsmission bekommen, vor allem von diesem kleinen Außenposten. Aber ist ja egal, Föderation ist Föderation und hier können wir uns ja auch nochmal Kopfgelder abholen. Genau, 44.000. Beziehungsweise Kampfbelohnungen sind das. Hat es denn eigentlich für einen neuen Kampfrang gereicht? Nee, leider nicht. Ich glaube, da brauchen wir noch viel mehr Kopfgelder.
Wo dürfen wir uns landen? Auf Landeplatz 31. Super. Fliegen wir mal so dadurch. Wir passen ja rein. Quietsch, quietsch. Na, dock an. Docking jetzt. Successful. Engines disengaged. So, wunderbar. Ich gehe schon mal in den Hangar runter. Und dann holen wir uns die Belohnung ab. Ja, auftanken, reparieren. Wofür? Keine Ahnung. Auftragstafel. Ja, Fracht abliefern. Super. Verbündet, Wirtschaftsboom, irgendwas. Wunderbar. Und da sind wir jetzt schon fähnrich. Wow, super. Geheime Hilfe benötigt. Nicht letale Waffen, das könnt ihr vergessen. Bob Senf. Ach lol, den hatten wir schon mal. Erinnert ihr euch noch an Bob Senf? Das sagt mir was. Den haben wir schon mal abgeschossen. Bob Senf. Was ist denn das für ein Name? Bob Senf. Sein Bruder Bobby Mostrich gibt's wahrscheinlich auch noch. So, Ausstattung. Wie sieht's denn hier mit den Waffen aus? Ja, die haben ja die C3 Strahlenlaser drin. Allerdings halt wirklich selber zum Zielen, würden aber vergleichstechnisch nochmal einen Balken mehr Schaden machen. Hätten auch ein bisschen mehr thermische Ladung. Wäre höher bei denen. Energiebedarf auch deutlich höher. Masse auch. Aber der Schaden ein bisschen mehr. Aber ich denke, wenn wir das... Wir lassen das hier so, wie es ist, oder? Bei denen hier. Die verfolgen das Ziel ein bisschen mit. Ich denke, das holt ein bisschen mehr im Allgemeinen nochmal raus. Beim Kämpfen. Können wir nochmal was austauschen? Können wir auf die Sensoren gehen, die haben 6 Kilometer Reichweite. Und den Rest lassen wir so drin, das haut alles hin, wunderbar. Aufträge gab es ja jetzt hier nicht, Bob Senf lassen wir mal in Ruhe. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wir fliegen noch zurück nach Xihe, liefern dort das Gold ab, was wir noch dabei haben. Muss ich vielleicht gar nicht suchen, das müsste hier hinten sein, genau. Reicht ein Sprung? Ja, reicht sogar. Geben wir dort das Gold ab, verkaufen die restlichen. 6, es sei denn, die haben nochmal eine Mission, wo wir da gleich nochmal Gold abgeben können. Manchmal hat man ja das Glück, man gibt die 2 Gold ab für die Mission und guckt dann nochmal in die Auftragstafel und da ist direkt nochmal eine Mission, wo man dann das gleiche abgeben könnte. Am geilsten sind immer die Missionen, die Wasserstofftreibstoff besorgen oder brauchen, weil die Station das alle selber im Warenmarkt haben. Das ist immer nicht so schwer, mal eben ganz schnell eine Mission zu erledigen. Ja, da haben wir nur einen Rang erreicht. Fähnrich sind wir geworden. Sehr gut. Ah, wunderbar. Es läuft echt super, die letzten paar Folgen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich wollte die Kampfbelohnung hier noch abholen. Och, nö. Jetzt habe ich das wieder verpeilt. Es ist immer das Gleiche. Man nimmt sich's vor, kurz bevor man dort ankommt. Und im Sternhafen selber sind dann wieder andere Dinge, die einem einfach einfallen. Ach ja je, naja gut, es ist ja nicht das letzte Mal gewesen, dass wir hier in Gliese unterwegs waren. Hier kommen wir ja, denke ich, ganz oft wieder hin zurück die nächsten Male. Ach verdammt, es ist immer das Gleiche. Und weiter geht's. Bob Senf. Können wir auch gern wieder machen. Nochmal so eine Mission. Aber erst beim nächsten Mal, denn nach der Folge ist bei mir erstmal Aufnahmepause. Die letzten 5 Folgen, die habe ich hintereinander aufgenommen. Und ich muss dann erstmal was machen und deswegen habe ich die Mission jetzt auch erstmal nicht angenommen. Wenn wir das nächste Mal wieder eine sehen, dann können wir die mal wieder probieren. So, und los geht's. Ach, verdammt, das waren ja die 2000 Lichtsekunden. Das ist ein bisschen schade. 2000 Lichtsekunden.
Bevölkerung? Ach, hier kann ich. Ach so. Und was zeigt mir das an? Wie viel Mindestbevölkerung wäre das? Hier steht keine Zahl. Wenn ich hier auf Bevölkerung nach Größe sortieren gehe. Ach, lol. Was ist das denn für Käse? Schwachsinn. Aus. Na, die ersten Ränge, die gehen ja immer relativ schnell bei den Fraktionen. Bis zum Baron und der Rang davor, die haben, glaube ich, schon ein bisschen länger gedauert. Und die beiden Ränge drüber über Baron beim Imperium, die würden, glaube ich, nochmal um einiges länger dauern. Müssen wir mal gucken. Machen wir auf jeden Fall irgendwann noch. Dass wir da uns ihre höchsten Ränge auf jeden Fall abholen. Und dadurch bekommen wir dann natürlich auch die Freischaltung für die anderen Systeme, die ich eh ganz gerne eigentlich mal hätte. Dass man dafür halt die hohen Ränge braucht, finde ich ein bisschen doof. Könnte ja nach und nach immer mal so ein paar Systeme freigeschaltet werden. Sind ja nicht bloß ein, zwei Systeme, in die man nicht ohne Erlaubnis reinkommt, sondern da gibt es ja mehrere von. Da links haben wir wieder die drei super Rohstoffabbaustandorte, sind sogar vier. Bleiben die eigentlich immer die Rohstoffabbaustandorte oder ändern die sich auch ab und zu mal wie die Kriegszonen, die verschwinden ja dann wieder? Ist das auch bei den Abbaustandorten so, dass die ab und zu mal wechseln oder sich zumindest verschieben innerhalb der Planetenringe? Weiß das jemand? Na komm schon. Gleich sind wir da. So eine Innenbeleuchtung wäre echt nicht verkehrt bei dem Schiff. Das ist wirklich schon sehr dunkel gehalten. Der Clipper oder die Clipper, die hat ja hier unten so ein paar LED-Leisten überall dran. Das hübscht die ganze Sache so ein bisschen mehr auf noch. Wäre auch nicht schlecht, wenn das bei dem Schiff so der Fall wäre. Naja, kommt vielleicht noch. So eine Disco-Beleuchtung. Docking request granted. So, düsen wir noch mal rein und dann soll es das auch erstmal gewesen sein. Gucken, vielleicht haben die ja nochmal eine Aufstiegsmission. Ich glaube es nicht, das wäre zu heftig. Zu schnell hintereinander. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass das klappt. Wunderbar, schön gelandet. Ohne mal irgendeinen Turm mitzunehmen oder noch einen Mast. So, Auftragstafel. Hier habt ihr euer Gold. Tada! Wunderbar. Oh, was haben die hier denn? Schrott. Supraleiter. Indeed. Verdammt, die brauchen aber viel. Gelegenheit zum Aufstieg. Das müssen wir bloß. Ach ne, da müssen wir jemanden abschießen in Yuming. General Dicklinken. Den kennen wir auch. Das haben wir schon mal machen müssen.
Kein Wochenende ohne. Achso, die können wir nicht abschließen. Die Fraktion traut dir nicht genug. Wir sind ja bloß verbündet. Ach so, es geht um Bier. Entschuldigt. Okay. Credits verdienen leicht gemacht. Supralader geht auch nicht. Dann verkaufen wir das Gold noch hier. Die 6x. 1500 pro Tonne. Geil. Ja, da haben wir direkt nochmal 9000 Credits Profit gemacht. Ist ja auch nicht zu verachten. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich für die Rangaufstiegsmission? 33 Stunden, 34 Stunden. Okay, na gut. Schaffe ich das in der nächsten Aufnahmesession. Da lasse ich die schon mal drin. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.